Ich habe schon richtige Entzugserscheinungen. Ich habe seit 2 Tagen kein Pokémon-Schwert mehr gespielt. Ich war das Wochenende weg und konnte deswegen nicht aufnehmen. Ich habe seit 2 Tagen nicht mehr Pokémon-Schwert gespielt. Zeit ist, dass es weitergeht. So, im letzten Part haben wir die Arena, die Pflanzenarena, überstanden. Den Yaro, den ersten Arenaleiter, besiegt. Yaro hat verloren, sagt sie so gut, so treffend. Ja, unser Team ist geheilt. Okay. Na dann, dann geht's wohl jetzt weiter auf die nächste Route, auf den nächsten Pfad Richtung nächster Stadt, zum nächsten Arena-Orden. So schaut's aus. Na dann, voran hier auf Route 5. Route 5. Alles klar, und da haben wir schon den ersten Trainer. Die ersten Trainer. Alles klar, kann es losgehen. Zeit für ein hautnahes Interview mit einem Arena-Challenger. Was würde sich dafür bezeichnen als ein Pokémon-Kampf? Ein wenig. Ein gutes Team aus Trainer und Pokémon. Strahlt regelrecht vor der Kamera. Okay. Na dann, der Interviewer Lien und Scott fuhr noch nicht raus. Muss hier ein Interview geben. Darauf war ich jetzt nicht wirklich vorbereitet, aber okay. Na dann gebe ich halt ein kleines Interview mit meinem Pokémon. Der setzt mal Wangrubler ein und Rasierblatt. Alles klar, zu zweit. Rex und Mähnlein. Alles klar. Klick haben wir da als Pokémon. Das ist ein sehr schönes Pokémon. Das ist gut, dass das mit in die Generation gekommen ist. Das Klick, ein Pokémon aus. Das, also ist nicht aus dieser Generation, aber das Klick hier mit von der Partie ist, das finde ich sehr gut. Das finde ich passend. So, bis auf Klick. Und ja, Rasierblatt nochmal auf beide. So, Ruzuki. Rex. Den hat's voll erwischt. Man wollte die. So, Nimein. So, jetzt ist Rex dran. Biss. Ja, viel effektiver als die vorherige Attacke. Ja, und Rasierblatt ist damit das Gefühl, dass. Da habe ich so den Eindruck, dass das bei. Nur bei. Iguana. Effektiv ist Iguana, so heißt das Pokémon. Dass es nur da effektiv ist. Und dass das bei Klick jetzt nicht wirklich die effektivste Sache ist. Deshalb mache ich da jetzt mal gerade eben eine andere Attacke auf Klick. Gesang nämlich. Damit das mal einschläft. Damit wir besser gegen Klick kämpfen können. Oh wei. Nee, nix oh wei. Die Attacke hat nicht wirklich geholfen, hat nicht wirklich geschadet. Klick, schlägt ein. Ah, aber die Zahnräder drehen sich weiter. Ah, okay, so viel dazu. Ich würde gerade sagen, bleiben die jetzt stehen oder was passiert jetzt? Einfach mal Attacke einsetzen, warum nicht? Kanon auf Klick. So, Nebenschelle. Da kann ich einsetzen, weil er schläft und will ich nicht einsetzen, weil er tot ist. Besiegt. So, auf geht's. Kanon. Ja, das bringt nicht so viel. Ist gegen Glück nicht effektiv. Und diese Art von Attacken. Dann Blicky. Das hat sich doch im letzten Part entwickelt, oder? Ja, das hat sich entwickelt. Ist jetzt kein Mike. Keine Ahnung, wie das Ding heißt. Habe ich vergessen. Pflückern und Rasierblatt. So. Klicke jetzt Pflücker ein. Ja. Schon besser. Donnerschock. Das ist gar nicht gut. Klick schläft weiter. Das ist sehr gut. Rasierblatt. So. Iguana besiegt. Da war es nur noch Klick. Das
müssen wir jetzt irgendwie hinkriegen. Na, den Klick kriegen wir auch noch besiegt. Klammergriff. Okay, Piekser. Wie wär's mit Piekser auf Klick? Und Turbodreher auf Klick. Na komm, Piekser. Pieks ist zu Tode. Fast. Schläft weiterhin tief und fest. Kann sich nicht wehren. Turbodreher macht den Rest. Hervorragend. Also, die englisches Team besiegt. Das Ring lässt und lässt nach, ich weiß. Neues Level für Blacky. Hervorragend. Puh, da lässt sich schwer nur. Das lässt sich schwer nur ein paar Worte ausdrücken. Aber was für ein Potenzial. Eine Niederlage. Heißt das etwa, dass unsere Reportage ein Reinfall wird? Du gewinnst 3600 Pokémon-Dollar und gehst siegreich aus dem Kampf gegen das Moderationsteam, das Interviewteam hervor. Na, aber diese Reportage, die ist nicht im Eimer, das könnt ihr trotzdem verwenden. War ja ein schöner Kampf. Habt ihr halt nur verloren. Müsst halt öffentlich zugeben. Das ist halt die Sache. Ob man sich Schwächen eingesteht, glaubt man das lieber. Ja, ob man das lieber unveröffentlicht lässt. Nur weil man, ja, wenn man selbst verloren hat, wenn man sich seine eigenen Schanden nicht eingestehen will. Ja, so sieht das Team momentan aus. Gab schon einige Entwicklungen in letzter Zeit. Schaut's aus. In die zweite auf Route 5, nachdem wir das Team geheilt haben. Das ist ein Wuin, genau. Ein Wuin, genau. Sehr gut, ein weibliches Wuin, genau. Und genau das. Das finde ich nice. Werden wir uns aber bestimmt nicht fangen. Na komm, Biss. Vielleicht darfst du noch einmal einsetzen. Bodyguards. Na. Ein paar Erfahrungspunkte sammeln. Oha. Sieht nicht gut aus. Ich riskier's. Okay, das sieht schlecht aus. Und weiterhin bei Biss einsetzen, vielleicht kriegen wir es sogar besiegt. Ich will es nicht hoffen, aber... Ich will es doch hoffen, aber ich glaube nicht dran. Und vielleicht dreimal Biss konnten wir schon einsetzen. Es kämpft bisher sehr defensiv. Ach, verdammt. Ja. Und da war es geschehen. Na, wir fliegen mal lieber. Flucht gescheitert, was wie? Gibt's doch nicht. Nienlein, du bist dran. Dann besiegt halt das weibliche Leben, genau. Rasierblatt. Vielleicht bringt das genug, um es zu besiegen. Nein! Nicht effektiv. Oh Mann. Flucht. Ich kann nicht fliehen. Und was ein Mist. Müssen wir es erst einschläfern, damit wir fliehen können. Aha. Okay, Gesang. Ist geschützt. Ah, okay. Lässt uns mal fliehen. Wie wär's damit? Turbodreher. Okay. Durch seine Fähigkeit findet er die Flucht. Das ist jetzt blöd. Das ist jetzt saublöd. Dann kriegst du die, wo ihn genau überhaupt nicht klein. Das ist jetzt gar nichts effektiv. Ach du Schande. Nein, dürfen wir gar nicht fliegen, dürfen wir gar nicht gehen. Was ein Mist. So, Pokémon, dann vielleicht Randall. Ich kann den nicht mal austauschen, ich muss mich besiegen lassen. Oh wei. Bodyguard. Wie Scheiße. Das soll was werden. Na komm, bald ein Rasierblatt einsetzen. Was anderes bleibt mir wohl nicht übrig. Besiegen wir das Wien genau. Ich wollte mich jetzt nicht einen halben Part lang bei zwei Pokémon aufhalten. Das war jetzt eher nicht so mein... Das war jetzt nicht so mein Ziel, aber gut.
Müssen wir wohl. Wenn wir aufgehalten werden, wenn wir nicht fliehen dürfen, müssen wir uns durchkämpfen. Und wohin genau setzt auch eher defensive Sachen ein. Deshalb wird es uns auch nicht besiegen. Dann kommt Kanon noch zum Schluss und kein Kanon anstimmen. Na komm, haben wir wohin genau besiegt? Geht doch. So, neue Level. Ist noch ein Wohin genau. Bleib mal weg. Bleib mal weg, Wohin genau. Okay, was haben wir hier? Der Pokémon Hort. Wer nach Pokémon Eiern Ausschau hält, ist hier an der richtigen Adresse. Okay. Da können wir ein paar Pokémon reingeben. Ja, gerade nicht so der Bedarf. Na gut, kämpfen wir halt hier ein bisschen. Versuchen wir mal dort lang zu kommen. Mein Partner-Pokémon habe ich auf eine ganz besondere Weise trainiert. Das wirst du gleich sehen. Aha. Dann zeig ich mal deinen Partner-Pokémon. Pokémon-Züchter Bradley, fordere dich heraus. Pokémon-Züchter sind hier unterwegs. Aha, interessant. Aha, ein Verlusi. Ein Velosi. Okay. Rasierblatt. Los, Rasierblatt. Mit der letzten verbliebenen KP. Lass noch was anrichten. Oh, drei Pokémon hat er. Oh, ey. Wir hängen hier heute im Kämpfen und in Pokémon kämpfen fest. In Trainer und Pokémon kämpfen. Na. Vielleicht kriegen wir den ja einigermaßen schneller besiegt. Als das. Wohin genau eben. Nie wird es auf den Händen hinkriegen. Dann du vielleicht, Randall. Randall, du bist dran. Los, kämpfe. Downux heißt der jetzt, glaube ich. Effektiv. Das ist gut. Buchstabtief ist effektiv. Was? Das ist effektiv. Ach du Schande. Ja, dann will ich nicht wissen, was die anderen Attacken bringen. Nix oder was? Ja gut. Dann halt Stück für Stück. Dauert es halt ein bisschen länger, zieht sich der Kampf in die Länge. Und gut. Wir lassen uns nicht besiegen. Wir kämpfen bis zum Ende, bis ein Volltreffer kommt. Oder bis wir ausgeschaltet werden. Na komm. Es ist ja angeblich effektiv, also muss es ja irgendwann zu was führen. Ein Volltreffer, sehr gut. Nur noch wenige KP. Weil er besiegt, verdammt. Ja, dann. Ja, Mordef, warum nicht? Der kann auch mal wieder kämpfen. Der Mordi. Ein Starter-Pokémon. Nitro-Ladung. Ja, gleich mal ausprobieren. Ist jetzt sinnlos für die ein paar KP. Aber ja, bringt's auch. So, besiegt. Trasna ist als nächstes dann. Okay, das kriegen wir doch auch besiegt mit Modi. Ist doch keine Ursache. So. Nitro-Ladung. Mach's alle. Ja, oh, sehr gut. Das geht voran. Das erste Pokémon hat so lange gedauert. Da kann jetzt das zweite Mal ein bisschen weniger brauchen. Plus Level 1 für Modi. Und Bradley setzt Wommel ein. Okay, na dann. Ja, damit. Dann brauchst du auch noch das Wommel. Ach ja, siebte Generation, wenn mich nicht alles täuscht. Siebte oder sechste. Ich glaube ja, siebte. So, Wommel besiegt. Guck mal, sich da besiegt. Jo. Und Bradley wurde besiegt. Pokémon sind Lebewesen. Man kann sie nicht zwingen, so zu werden, wie man das möchte. Erkenntnis. Ja, du gewinnst 1824 Pokémon, dann geht sie gerade aus dem Kampf gegen den Pokémon-Züchter hervor. Na dann, weiter voran. Sind hier noch einige Trainer mehr? Ach du Schande. Wo gehen wir denn jetzt hier hin? Es folgt nun eine Demonstration der Pokémon, die ich höchstpersönlich gezogen habe. Großgezogen habe. Ist ein Unterschied. Ein leichter, aber ein Unterschied. Es gibt einen leichten, aber
gibt es. So. Mein Waggon, mein Rufus. Alles klar. Rufus, Nitro-Ladung. Die Attacke passt wie Arsch auf Eimer. Ja. Nitro-Ladung bei Waggon. Sehr schön. Katapult. Ich könnte auch was bringen. Ja. Echt nicht schlecht. So, na komm. Mach's alle. Felswurf. Ja, die Batterieleistung lässt nach. Ich weiß, wie wir jetzt spielen. Wie wir jetzt diesen Kampf zu Ende machen. Wie wir den Part zu Ende machen. Rufus Level Plus. Antikkraft, ja, auf jeden Fall. Da Turbodreher vielleicht, ja. 1, 2 und schwupp. Rufus hat Turbodreher vergessen und Antikkraft erlernt. Ach, Rufus ist der. Ach ja, Rufus ist da. Rufus und Lande, ja, kann man auch verwechseln. Hier ist Nitro-Ladung gefragt. Na. Ja, nicht so. Frubania. Irgendwie so. Antikraft, versuchen wir es mal. Hat zwar nur 5 AP, aber umso cooler. Und umso effektiver. So. War's das schon? Jo, das war's schon. Ich war mir sicher, welche Attacken ich am besten verwenden sollte. Du gewinnst 1824 Pokémon und erlangst die Siegreich aus dem Kampf gegen die Pokémon-Züchterin hervor. So. Ach so, hier sind wir. Ja gut. Hätten wir auch die Abkürzung nehmen können hier. Durch die Trainerkämpfe. Ja, alles klar. Wir gehen hier trotzdem mal rein und hören uns mal um, was es hier so gibt. Vielleicht sagt man uns ja, was wohl heute im Angebot ist. Huch, willkommen! Hast du irgendwelche Fragen, mit denen ich dir helfen kann? Wenn du ein Pokémon-Ei haben möchtest, dann denke gut über die Kombination der Pokémon nach, die du hier hineingibst. Ein männliches und ein weibliches Pokémon derselben Art wären zum Beispiel eine gute Wahl. Doch auch bei unterschiedlichen Pokémon findet man ab und zu mal manchmal ein Ei, wenn sie ähnlichen Arten angehören. Es gibt allerdings auch Pokémon, bei denen überhaupt keine Eier gefunden werden. Hast du noch mehr Fragen? Hier im Pokémon-Hort kümmern wir uns um die Pokémon, die Trainer bei uns abgeben. Die Pokémon werden bei uns zwar nicht stärker, aber wenn du 2 Pokémon auf einmal abgibst, kann es sein, dass ein Ei gefunden wird. Was, die werden nicht stärker? Na, das wundert mich ja. Es ist ja... Normalerweise werden sie auch gelevelt und die... kriegen dann neue Attacken gelernt und so weiter. Das ist eigentlich nicht so praktisch. Wenn du Pokémon in unsere U-Boots lassen möchtest, sprich draußen mit meiner Enkelin. Wenn du ein Pokémon-Ei dein Team aufnimmst und mit ihm herumläufst, du schlüpft irgendwann ein Pokémon daraus. Niemand weiß wirklich, wo diese mysteriösen Pokémon herkommen. Das Wunder des Lebens steckt voller Geheimnisse. Wenn du ein Pokémon-Ei haben möchtest, dann denke gut über die Kombination der Pokémon nach, die du abgibst. Ein männliches und ein weibliches ist dieselbe Art, zum Beispiel eine gute Wahl. Das haben wir doch, glaube ich, irgendwo schon mal gehört. Ich habe gerade ein Déjà-vu. Toxel. Aha, ein Toxel. Es ist ein Toxel. Ja, ein Toxel. Ich habe ein Ei gefunden und bin damit rumgelaufen. Jetzt ist es draus, ein Toxel schlüpft. Hier, ich möchte, dass du es trainierst. Es ist schockierend putziges Pokémon. Toxel erhalten. Aha. Toxel. Aha, okay. Elektrogift. Mhm. Alles klar. Na, wenn Takiru jetzt Elektro auch hat, dann ja, dann machen wir es mal so. Elektro-Gift, das ist sehr praktisch. Dann nehmen wir meinen Elektro-Pokémon raus.
Ja. Rex trägt das Item Superball. Ja. Superball wurde im Wörtel verstaut. Takiro wurde in dein Team aufgenommen. Und Rex in deine Box geschickt. Jo. PC-Box. Toxel. Die hier kannst du auch noch haben. Gibst du sie einem Pokémon, kannst du das Training damit beschleunigen. 5 EP-Bonbons. XS. Verstaust die Trainingtasche. Okay, ein Bonbon, das voller Energie steckt beim Verzehr, erhält das Pokémon einer sehr geringen Menge Erfahrungspunkte. Irgendwas zu Dynamite hat sie noch gesagt, dass sich überblättert. Ja, Mist. Also mal gucken, gerade wie man das. Wenn die Bonbons einsetzt. EP-Bonbon. XS. Ja. Level 1 ist das Ding. Ach du Schande. EP-Bonbons haben wir 15 von. Na dann hin. Her damit. Erfahrungspunkte. Ja, so muss das sein. Nice. Level 13. Dazu sind die Nutzer. Level 13 S. Einmal hochleveln, das können wir doch so nicht akzeptieren. Level 16, damit lässt sich schon kämpfen. Einmal aufgeputscht. Das Ding. Das war gerade lustig, aber ja. So kann man es natürlich machen. Mein neues Teammitglied, Takiro. Schauen wir es uns mal an. Interessant, das entwickelt sich auch bald. Haben wir jetzt ja von Level 1 auf 16 geputscht. Ich weiß nicht, inwiefern das gut ist. Das ist natürlich beim Kämpfen deutlich effektiver, wenn das die Erfahrungspunkte durch die Kämpfer erhält, aber gut. Ach du Schande. Ole, 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 ole. Tingen ist da. Hey, du da, wir wollen über die Brücke, aber wir haben keinen Bock zu latschen. Lass mal dein Fahrrad drüber wachsen, und zwar dann hier. Mit einem Rad können wir die anderen Arena-Challengern prima den Weg zerschneiden. Und dann heißt das, ihr könnt nach Hause fahren, ihr könnt nach Hause fahren. Nach Hause fahren, nach Hause fahren. Das ist doch Wahnsinn. Ihr habt ja noch nicht mal einen Rotom, um das Fahrrad in Betrieb zu nehmen. Hilfe, die wollen mir mein Fahrrad klauen. Bitte, du musst etwas dagegen, gegen diese fiesen Diebe unternehmen. Verpasse ich in eine Abreibung. Na klar doch. Ich will zwar vorher noch speichern, aber na gut. Klauen? Wer hat dann was von klauen gesagt? Wir wollen uns das Rad missbohren, um damit ein paar Arena-Challenger umzuscheuchen, bis sie viel zu erschöpft zum Kämpfen sind. Aber du kriegst jetzt erstmal in einem Kampf ordentlich auf die 12. Ole, ole, ole. Team Yell fordert dich raus. Naja, die waren jetzt noch nie so die stärksten Arena, die schwersten Typen. Och süß. Es ist ja noch ein Baby. Na, Wangenrubbler kann es auch. Säure. Na komm. Verbrutzte es. Ich hoffe, das bleibt nicht für immer ein Baby. Das entwickelt sich noch zu einem effektiven Pokémon. Das ist sehr interessant. Ein weiteres neues Pokémon der 8. Generation. Trashpflege. Ja, unbedingt. Ein Powerbaby. Verklappt sie alle. Ich habe das gar nicht mitbekommen, dass das Babyform hat, dass das so aussieht wie ein Baby. Es sah nur passend zu Takiro aus. So vom. Sah halt so Gift-Pokémon so. Ja, sah cool aus, deshalb habe ich es Takiro genannt. Wollte jetzt damit keine Beleidigung vornehmen, wollte jetzt nicht. Takiro nicht mit beleidigen. Falls das so rübergekommen ist. So, zickzacks besiegt. Jo, da gibt es gleich ein neues Level. Im Kampf. Gaunux. Das kommt mir bekannt vor, das Pokémon. Wie viele Pokémon hat es denn, das Team? Gell? Zwei, anders das letzte. Und Wangenrubbler, da kommt Elektrifizieren wir es.
Was, das war effektiv? Ach du Schande. Paralysiert, ja, das ist gut. Das kann ich gebrauchen. Na komm, Tag Hero, halt ruhig. Du hast schon Bookman besiegt. Vielleicht kriegst du es gleich hin, Team Yell zu besiegen. Das wäre natürlich ein guter Start. Hättest du dich im Team schon bewährt, da hättest du schon mal gezeigt, was du kannst. Das ist natürlich jetzt eine Bewährprobe. Das ist jetzt hier eine eindeutige Sache, wo du dich beweisen kannst, wo du sagen kannst, du bist zu Recht im Team und ja, haben dich nicht umsonst mitgenommen. Aber du hast bisher auch gut gekämpft. Ja, nicht schlecht. So, Rufus, du bist drin. Jo, ein neues Teammitglied. Ist wohl die schon wieder raus aus dem Team. War zu erwarten, dass da gar nicht lange aufzählt. Nitro-Ladung. Weil die waren eh nicht so wirklich meins. Aber da das jetzt Elektro ist, haben wir auch das Elektro noch vertreten und ist besser, also besser als Elektroboden oder was war wohl die. Das heißt Elektroboden ist noch ein Giftboden dazu. Also das finde ich wirklich. Ich finde es besser. So, haben wir Team hier jetzt besiegt oder was? Team Dell. Rufus Level 20, fast Level 21. Wir sind Team Dell. Wir stellen uns jedem Trainer in den Weg. Du hast 1440 Pokémon-Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen Team Dell-Rübel hervor. Ah, das ging nach hinten los. Hey, wir wollten doch nur ein Fahrrad haben. Kommen uns ja nicht in die Quere. Oh nein, noch ein zweiter. Ach du Schande. Müssen wir auch noch besiegen. Ja gut, es waren ja zwei. Das hätten wir wissen müssen. Na komm, Waggon, das kriegst du auch noch hin. Innen schneller. Nitro-Ladung. Mach es, Anna. Gut, halt nicht Nitro-Ladung. Eine andere Attacke halt. Na komm. Das kriegen wir doch hin. Ganz schnell, Rufus. Antikraft. Mit einem Schlag. Aber mit zwei Schlägen. Er siegt. Nein, noch nicht. Ach, verdammt. Das hält ein bisschen was aus. So, Felswurf. Na komm, noch weniger KP. Hat den Gegner verfehlt. Wie geht denn das? Na komm, das gibt's doch gar nicht. Katapult. Alle Attacken ausprobiert. Mach's alle. So, Senna ist Zubiris. Team der Tief besiegt. Level 21 für Rufus. Rübel von Team Yell besiegt. Das Fahrrad hat mich abgelenkt, sonst hätte ich nicht verloren. Du nimmst 1440 Pokémon-Dollar und gehst siegreich aus dem Kampf gegen den zweiten Team Yell Rübel hervor. Und ja, du hättest verloren. Unabhängig von dem Fahrrad. Du bist einfach so stark. Wir sollen wohl unsere Frieden in die Arena. Das hilft nur eins. Wir müssen dich noch härter sabotieren. Wart's nur ab. Team, ja, schon wieder. Wow, du bist echt der Wahnsinn. Und sehe ich da einen Pokédex, dann kann Rotom ja auch nicht weit sein. Weißt du was, bevor diese Typen von Team Yell hier wieder aufkreuzen und mir mein Rad klauen, schenke ich es dir einfach. Für Rotom gibt es nichts Tolleres als Motoren. Deshalb schlüpfen sie sehr gerne in allerlei Geräte, die einen Motor haben. Und das Fahrrad hat einen Motor? Das hat mich auf eine Idee gebracht. Was, wenn ich mein Fahrrad mit einem Motor ausstatte? Und siehe da, es ist sofort hineingehüpft. Aha. Du siehst noch ziemlich skeptisch aus, aber kein Problem. Mach doch einfach mal ein Probefahrt. Ich wünsche dir und deinem Rotom viel Spaß mit deinem neuen Fahrrad. Wo fahrst du noch? Steig schon auf. Rotom kann es sicher kaum erwarten. Du erhältst ein Rotomrad. Verstaust das Item in der Basis-Itemstasche. Rotomrad. Ein Fahrrad mit einem Motor, in dem sich ein Rotom befindet. Dank des Rotom-Turbos erreicht das Rad absolute Spitzengeschwindigkeit. Augenblick, ich lese dir ein paar Zeilen aus den Bedienungsanleitungen vor. Drücke den Plusknopf oder den Minusknopf, um mit dem Rotomrad zu fahren. Das war der falsche Knopf. Oh, ja. Wir sehen ja fit aus. Ah, okay. Das ist der Turbo-Knopf. Ah ja. Vielleicht dann wird es Pokémon. Rico Chiller. Hau du mir ab. Lass mich fliehen. Let me go.
Let me go, let me go. Flucht gescheitert. Ach, verdammt. Ah, nicht das schon wieder. Gibt's doch nicht. Wir sind kommen. Dankeschön. Einfach mit dem Fahrrad ins hohe Gras gerast. So, hier dran mal vorbei. Turbo. Los geht's. Rade wieder Wind. Über die Brücke. Oh, hier gibt's ein Item. Prachtfeder. Eine ganz normale Feder, die rein gar nichts benutzt, bewirkt. Ampel mit der Brücke. Wer bist denn du? In der Ferne kann man das Stadion von Claw City sehen. Bald wirst du auch dort kämpfen. Ich sehe. Das ist aber noch sehr weit entfernt. Oh Mann. Da bist du, der Zwergenfürst. Einen Schritt näher. Und du musst gegen mich kämpfen. Nur so als Vorwarnung. Dann speichere ich hier mal kurz zwischen, bevor ich gegen ihn kämpfen muss. Und ich glaube, der Part hat auch schon länger erreicht. Da kann ich hier mal den Part an dieser Stelle beenden. Ich speichere lieber zweimal. Und sag schon mal Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr sein wollt auf diesem Kanal. Lasst ein Abo da, wenn ihr auf diesem Kanal seid und ja kein weiteres Video auf meinem Kanal verpassen wollt, den nächsten Part nicht verpassen wollt. Dann beginnt es gleich mit einem Kampf gegen meinen Rivalen. Ja, hier eine wunderschöne Aussicht zum Schluss. Hab auch einen angenehmen Fürstentag. Man sieht sich im nächsten Part wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.